dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Das formulierte Ziel der Uerdinger ist der Durchmarsch in die zweite Liga. Dafür haben sie im Winter nochmal personell nachgelegt. Und Trainer Krämer hat mit Osave, Rodriguez und Grimaldi noch drei neue Feldspieler bekommen. Aber der Gegner aus Würzburg zeigt seine Qualität und spielt in Duisburg vom Anpfiff weg konsequent nach vorne. Sehr überzeugender Auftritt der Kickers. Der hohe Ball und Ademi steht blank und muss die Chance eigentlich nutzen. Und es bleibt beim 0:0. Ademi mit der Großchance in der 22. Minute nach der Flanke von Kurzweg. Schiele trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft, die weiter konsequent, spielstark nach vorne agierte. Und dann mischten sich zwei Sechser ein. Flanke, Gnase und Kopfball, Backmann. Tor 1:0 für die Gäste. Das war in der 35. Minute die hochverdiente Führung durch Yannick Bachmann, der ist 1,90 lang. Hier hätten 1,10 gelangt, denn er stand völlig frei. 1:0 die Führung für die Würzburger, die weiter gute Chancen hat zu erhöhen. Aber dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Littka mit einer guten Möglichkeit auszugleichen. Aber er vergab gegen Drebes. Und so blieb es zur Pause bei der sehr, sehr verdienten Gästeführung. Osabe, der einzige Neue im Kader der Uerdinger, und er durfte dann ran zur zweiten Hälfte. Krämer stellte das System um auf 4-4-2. Und da kommen wieder die Würzburger. Skalatidis und Gnase eben Vorbereiter, und jetzt trifft er. Das 2:0 in der 58. Minute. Der Frechdachs mit seinem zweiten Scorer. Eben Vorbereiter, jetzt Schütze. Skalatidis mit dem Blick für den Sechser-Gnase, der präzise abschließt. Ein tolles Tor, und die Führung ging mehr als in Ordnung. Ein ganz starker Auftritt. Krämer beeindruckt, und dann, was willst du machen, wenn deine Leute solche Böcke schießen wie hier? Öztürk, ach du liebe Güte, er senzt daneben. Und da startet der Baumann. Ademi läuft in Position, aber Baumann macht es frech und gekonnt alleine. 3:0 gegen den Favoriten, 3:0 für die Würzburger in der 65. Minute. Toller Abschluss vom Neuner der Gäste. Und auch in dieser Höhe ging das Ergebnis völlig in Ordnung. Das hätte er sich sparen können. Zunge raus zum Fanblock der Uerdinger. Das muss nun wirklich nicht sein. Unsportlich. Ponomarev, der Portemonnaie-F, hat viel investiert. Und jetzt der große Frust. Würzburg gewinnt verdient. Uerdingen hat den Frust. Wir haben sie gar nicht ins Spiel lassen, kommen lassen. Wir standen hinten super, hatten viele Chancen nach vorne, wo wir auch früher schon den Deckel drauf machen können. Darum fand ich es eine überragende Mannschaftsleistung von uns. Ja, schwer jetzt was zu sagen. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil aber so, was wir heute gespielt haben über 90 Minuten, das war ja teilweise frech. Müssen wir uns echt entschuldigen, Pfiffe zurecht. Aber ja, müssen wir drüber sprechen. Die Niederlage aber gegen einen so starken Gegner. Würzburg schlägt Uerdingen überragend überzeugend.